Hallo und herzlich willkommen beim Küchenkönig. Ich bin der Tobias und heute werde ich dir zeigen, wie du einen Siphon bei deiner Küchenspüle tauschen kannst. Entferne zuerst dein Mülleimersystem oder deine Tür und die ganzen Innereien vom Schrank. Wie man hier gut sehen kann, haben wir hier zwei Verbindungen, die sind undicht. Hier unten ist schon angetrocknetes Wasser zu sehen. Das trocknet immer wieder ein. Wahrscheinlich wird hier nur immer ein, zwei Tropfen rauskommen. Also hier sieht man auf jeden Fall die Undichtigkeit. Hier oben haben wir einen Wassertropfen stehen. Hier tropft es auch immer ein wenig runter oder läuft hier dann den Siphon runter. Also alles nicht optimal. Das Tauchrohr hier, sieht man, wurde mit einem anderen Kunststoffteil, was mit HT-Rohre an sich nichts zu tun hat, verlängert. Sieht aus wie verschweißt. Sowas macht man natürlich nicht. Und aus diesen Gründen werden wir jetzt den Siphon komplett einmal tauschen. Hierfür entfernen wir erstmal die Verschraubung vom Abwasserschlauch vom Geschirrspüler. Nehmt auf jeden Fall eine Schüssel zur Hand, weil hier wird noch einiges an Wasser rauskommen. Naja, bei mir jetzt etwas weniger. Kommt immer darauf an, wie der Schlauch verlegt ist. Achte darauf, dass ihr die Dichtung rausnimmt und beiseite legt. Die brauchen wir nachher wieder. Damit beim Schlauch nichts auslaufen kann, legt ihn auf jeden Fall höher, verklemmt ihn irgendwo hinterm Fleckschlauch oder so. Dann entfernen wir oben die Verschraubung von der Überlaufgarnitur zu unserem Siphon. Ziehen es nach hinten raus und im Einlass in die Wand ziehen wir den Siphon auch sachte raus. Und ja, wie man sehen kann, ist der innen drin auch sehr stark verschmutzt. Der Siphon ist jetzt ca. 5-6 Jahre eingebaut, also da sammelt sich auf jeden Fall was an. Wäre es jetzt nur eine Dichtung, die undicht wäre, und sonst wäre alles gut, da könnte man natürlich eine Dichtung austauschen, den Siphon komplett reinigen und wieder einbauen. Wenn der Unterschrank nass ist, trocknen wir diesen zuerst, damit nichts aufquellen kann. Dieses Teil hier gehört zur Küchenspüle. Das hier nennt sich noch die Überlaufgarnitur, die zur Küchenspüle gehört. Und alles, was ab da angeschlossen ist, ist dann unser Siphon. In meinem Fall habe ich hier einen Ablegeboden, einen Schutzboden, auch Geruchsverschluss für das Mülleimersystem. Das Spülbecken wurde so gewählt, dass der Abwasserabgang von der Überlaufgarnitur auf die Seite rausgeht. Nach unten würde nicht gehen, sonst müssten wir das aussägen und auch den Mülleimer kaputt machen. Das wollen wir ja nicht haben. Deswegen ist es so gewählt mit der Küchenspüle, dass die auf die Seite rausgeht. Und jetzt gibt es aber auch eine andere Möglichkeit. Es könnte auch sein, dass es bei euch so ist, dass ihr einfach nur so einen Abgang habt und dann könnt ihr den Siphon nach unten anschließen. Jetzt zeige ich euch erstmal die Variante Nummer 1, wo ich hier jetzt habe. Für diesen Zweck würde ich jetzt auf jeden Fall einen Raumsparsiphon oder Raumsparer verwenden. Diesen gibt es zum Beispiel jetzt von Viga, gibt es auch andere Marken. Ich verwende immer Viga, bin ich sehr zufrieden mit der Qualität und auch mit dem Preis. Ich werde jetzt einfach mal die Teile auspacken, hinlegen, dass man die ganzen Rohre und Verschraubungen und Dichtungen sieht. Und dann kommen wir gleich zum Zusammenbau. Sortiert die ganzen Teile vor, damit habt ihr es beim Einbau auf jeden Fall viel leichter.
So, ein Raumsparsiphon verwendet man eigentlich hierfür, dass man, wie der Name schon sagt, in diesem Raum sehr viel Platz gewinnen kann. Es bietet sich jetzt in diesem Schrank an und durch das Mülleimersystem, wo ungefähr bis hier hingeht, hinten ist nur eine kleine Lücke. Mein Schrank steht jetzt auch von der Wand noch etwas entfernt, deswegen habe ich jetzt auch noch ein bisschen mehr Luft, aber meistens ist das nicht so und deshalb würde ich jetzt auf jeden Fall die Verlängerung hier nach hinten machen, den Siphon hier nach unten und dann kann man hier schön rein in den Eingang von dem HT-Rohr. Auf dieser Seite wäre es natürlich nicht so gut, weil hier der Aquastopp vom Geschirrspüler im Weg ist. Und wenn wir hier runter gehen, würde er auch gehen, aber dann steht er hier im Weg. Natürlich bringt es auch nicht so viel. Deswegen nehmen wir die Lösung hier nach hinten. Jetzt drehen wir diesen mal so auf die Seite. So würde unser Rohr dran kommen. Und dazu verwenden wir jetzt hier die schmäleren Verschraubungen. Wir haben einmal die schmalen und einmal die hohen. Die hohen kommen nachher noch dran. Jetzt erstmal eine niedrige, eine schmale Verschraubung. Die führen wir hier jetzt ein. Das Gewinde sollte nach vorne zeigen. Das heißt, nach der Rundung muss ein Gewinde da sein. Auf der anderen Seite machen wir das ebenso. Auch wieder Gewinde nach außen. Nach der Verschraubung nehmen wir uns einen Hartplastik-Schleifring, setzen den hier ein. Danach setzen wir eine Dichtung ein. Diese ist sehr flexibel, die hat ein bisschen dickeren Durchmesser. Also man muss sie hier ein bisschen drüber ziehen, so ein bisschen nach unten schieben und passt. Zuerst wird die Verschraubung auf den Hartplastikring gedrückt. Und der Hartplastikring drückt dann die Dichtung hier rein und macht somit die Verbindung dicht. Die Anordnung, so ist ganz wichtig beizubehalten, andersherum funktioniert es nicht. Jetzt drehen wir die Verschraubung leicht an, dass die Rohre alle noch schön flexibel sind. Nachher, wenn alles zusammengebaut ist und alles passt, dann werden wir die ganzen Verbindungen hier nachziehen. Als nächstes haben wir hier eine Flachdichtung. Diese werden wir jetzt hier hinten reinsetzen. Das ist das Konterrohr, das nennt man auch Tauchrohr. Hier haben wir jetzt zwei Anschlüsse fürs Abwasser, für einen Geschirrspüler und für eine Waschmaschine, wenn man hätte. Natürlich kann man das auch noch kombinieren für ein drittes Gerät. Das zeige ich euch aber gleich nachher. Jetzt werden wir das erstmal anschließen. Ich setze das Gewinde hier mal an. Die Dichtung muss sauber dazwischen liegen. Dann schrauben wir einfach mal die Verschraubung fest. Wenn dieses Rohr jetzt zu lang wäre, dann müsst ihr natürlich hier messen, wie lang ihr es braucht und es gegebenenfalls auch so absägen. Als nächstes werden wir dieses Teil hier unten reinsetzen. Hier haben wir eine konisch verlaufende Dichtung mit einem Hartplastik hinten dran. Jetzt zuerst die Verschraubung hochschieben, dann die Dichtung, dass das konische, der kleinere Durchmesser sozusagen, nach unten schaut. Dann schieben wir es etwas hoch. Mit dieser langen Seite, die kommt immer in das Tauchrohr rein. Steckt es dann richtig zusammen, dass es hier unten auch ansteht. Und dann schraubt er es mal sachte zu. So, jetzt sind wir in jede Richtung, sind wir hier flexibel, können es biegen, wie wir es brauchen. Das schauen wir nachher genau mal an, wo wir hinkommen. Als nächstes kommt dieses Rohr hier rein und sollte eigentlich in den Abfluss. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Das heißt, wir werden jetzt zuerst mal dieses Rohr verbinden. Dafür brauchen wir wieder diese breite Verschraubung, setzen diese rein, dann wieder unseren Kunststoffring und dann kommt diese Dichtung, eine breite Dichtung wieder.
keine Flachdichtung. Hier haben wir jetzt so eine Einkerbung und genau in diese Einkerbung muss diese Dichtung rein. Wenn die überall sauber drin sitzt, dann passt es so und wir können die Verschraubung anlegen. So, jetzt sind wir an dieser Stelle. Jetzt müssen wir natürlich das Rohr etwas absägen und wir müssen noch um die Ecke kommen. Um die Ecke zu kommen, werden wir jetzt einfach ganz normale HT-Rohre verwenden. Diese HT-Rohre, die wir jetzt verwenden werden, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Verschiedene Gradzahlen gibt es hier, zum Beispiel 67 oder 87 oder 30. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier brauchen. Aber ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass wir hier mit so einem 87 Grad Bogen sehr gut hinkommen. Werden wir hier den nochmal zur Seite schieben. Jetzt habe ich auch gesehen, dass hier in der Wand doppelt gemoppelt wurde. Wir haben hier ein Reduzierstück, eine Dichtung als Reduzierstück sozusagen. In diesem HT-Rohr haben wir einen 50er Eingang und das hier ist für einen 40er. Wahrscheinlich war der Siphon vorher mit einem 40er Abgang, wenn ihr sowas drin findet. Den können wir jetzt natürlich entfernen. Hier haben wir jetzt ein 50er Endrohr, wo genau in unsere Wand passt. Habt ihr natürlich nur einen 40er Eingang hier. Das könnt ihr natürlich messen von der Diagonale her. Hier haben wir 50. Wenn ihr jetzt 40 habt, dann könnt ihr natürlich trotzdem diesen anschließen und müsst aber zwischendrin ein Adapterstück machen zwischen 40 und 50 mm. Habt ihr einen 40er Durchmesser am Siphon und in der Wand einen 50er Eingang, kriegt ihr natürlich auch ein Adapterstück, aber ich würde euch immer empfehlen, wenn es möglich ist, in der Wand ein 50er vorhanden ist, dann würde ich auch einen 50er Abgang als Siphon verwenden. Jetzt werde ich einfach mal das 87 Grad Stück in die Wand stecken, in das vorgesehene HT-Rohr. Und wenn ihr jetzt hier mal schauen, wir können das jetzt hier so hinbiegen. Den etwas nach oben. Dann müsste der Siphon so eigentlich schon passen. Wie man hier jetzt sehen kann, ich drücke jetzt einfach mal oben drüber. Hier bis hierhin könnte ich jetzt den absägen, dann steht er hier hinten an. Das muss nicht genau sein. Wir können ruhig einen Zentimeter weiter rein. Genau hier sitzt die Dichtung. Das heißt, das Rohr muss ein Stück weiter drüber sein. Hierzu können wir jetzt einfach den Siphon hier anzeichnen, wo wir ihn absägen. Schrauben ihn nochmal weg. Und dann mit einer ganz normalen Fuchsschwanzsäge oder geht auch mit einer Japansäge, sägen wir jetzt einfach das Stück ab. Wenn ihr das Rohr abgesägt habt, dann ist es natürlich sehr scharfkantig. Nehmt hierzu dann ein Messer oder ein Grater und entgratet dann sozusagen die scharfen Kanten. Einmal innen, einmal außen. Nachdem ihr das gemacht habt, dann stecken wir einfach die Verbindung wieder rein und schrauben diese fest. Wir entfernen wieder das HT-Bogenrohr und diese Dichtung hier, die muss ja hier rein. Das heißt, die Dichtung ist sehr eng und stramm. Dafür benötigen wir Gleitmittel. Man kann es natürlich auch ohne machen. Dann geht es natürlich schwer rein. Aber ich empfehle euch einfach ein bisschen Gleitmittel zu nehmen, hier aufzutragen. Achte darauf, dieses spezielles für Trinkwasser geeignetes. Also kann man auch überall, wo mit Trinkwasser gehandhabt wird, verwenden. Schmiert es einfach mit dem Finger etwas ein, einmal hier außen rum und dann steckt ihr einfach das HT-Rohr mit bisschen Drehen rein und dann können wir auch schon dieses in die Wand stecken. Hierzu natürlich auch nochmal hier etwas drauf,
ganz wenig, genügt schon. Somit ist auch gewährleistet, wenn man das Rohr reinsteckt, dass die Dichtung nicht wegrutscht. Sonst kann die natürlich aus der Einkerbung, wo die Dichtung eingelassen ist, nach hinten rutschen und es dichtet eventuell nicht ab. So, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt schauen wir noch, dass der Siphon etwas gerade steht. Die Verschraubung oben werden wir jetzt nochmal kräftig anziehen, aber nur von Hand, nicht mit der Zange. Ebenfalls die anderen Verschraubungen, die ziehen wir auch ziemlich feste an. Jetzt einfach nochmal prüfen, dass die Verbindungen richtig zu sind. Als nächstes haben wir hier jetzt die zwei Abwassereinlässe für einen Geschirrspüler oder eine Waschmaschine. Ich schließe jetzt meinen von oben an. Das ist auf jeden Fall aufgeräumter, als wenn er von vorne kommt. Hier wieder darauf achten, dass ihr die Dichtung einsetzt. Diese hat hier auch eine Vertiefung außenrum, innen drin ist ein Ring, der raussteht und da muss sie richtig drin liegen. Dann sachte die Verschraubung nach vorne und dann könnt ihr sie einfach von oben wieder draufschrauben oder von der Seite. Ist auch wieder fest anziehen. Habt ihr jetzt keine zwei Geräte, dann kommt ja hier diese Verschraubung wieder drauf. Entweder beim zweiten Gerät wieder diese Dichtung einlegen oder ihr verwendet diesen kompletten Schutz, damit kein Wasser austreten kann und auch keins rein kann. Setzt einfach diese zu, eine Dichtung einfach ein und schraubt dieses drauf, wenn ihr jetzt kein zweites Gerät habt. Achtet aber darauf, dass ihr den Fehler nicht macht und diese Dichtung verwendet. Wenn ihr einen Abwasserschlauch anschließt von einem Gerät, das wird nicht gut gehen und bei eurer Maschine wird ein Fehler angezeigt werden. Das war jetzt die Variante 1 mit dem Auslass von der Überlaufgarnitur auf die Seite. Jetzt werde ich euch aber auch noch zeigen, wenn der Anschluss von der Überlaufgarnitur für den Siphon von oben kommt. Als nächstes verwenden wir nochmal einen normalen Siphon, kein Raumsparsiphon. Ich werde jetzt nochmal die ganzen Einzelteile rauslegen und dann bauen wir den erstmal nochmals zusammen. Mit der Überlaufgarnitur vom Auslass nach unten haben wir jetzt einfach dieses Tauchrohr, wo dann direkt hier angeschlossen wird. Die Dichtung, die Flachdichtung kommt oben rein. Wenn diese sauber drin liegt, dann können wir die Verschraubung anlegen und leicht festschrauben. Macht es nicht so fest, dass ihr hier auch noch flexibel seid. Dann kommt danach dieser Bogen, der kommt von unten wieder dran. Das heißt, wir brauchen zuerst die große Verschraubung. Bei diesem Siphon gibt es nur große Verschraubungen, keine kleinen. Danach kommt wieder der Kunststoff-Hartplastikring, dann kommt das breite Dichtgummi, das zieht ihr einfach hier hoch, dass die Dichtung, die Hartplastikdichtung aufliegt und auch die Verschraubung. Nimmt das längere Teil wieder nach oben zum Tauchrohr und schraubt dieses fest. Nachdem ihr das gemacht habt, kommt hier dieses Teil hier rein. Hier kann man wieder sehen, dass hier eine Einkerbung ist. Also zuerst wieder die Verschraubung einsetzen, dann den Hartplastikring und dann die Dichtung hier in die Einkerbung reinsetzen. Ringsum darauf achten, dass er auch richtig anliegt und sozusagen in der Vertiefung drin liegt. Dann ansetzen und reinschrauben.
Als nächstes haben wir hier das Abschlussstück. Hier ebenfalls wieder Verschraubung, Kunststoff und Dichtungsring. Auch wieder in die Einkerbung rein, ringsum. Und dann können wir den auch schon hier reinmachen. Diese Siphons verwende ich eigentlich sehr gern. Diese sind auch sehr flexibel. Das heißt, dieses Rohr kann ich nachher biegen, wie ich möchte, in welchem Winkel auch immer. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wenn der Abfluss hier unten wäre, dann kann ich das einfach so hindrehen. Ist auf der Seite, drehe ich einfach das Rohr so hin. Habe hier natürlich auch noch die Möglichkeit, das Rohr zu kürzen. Jetzt schauen wir mal, weil wir müssen ja noch nach unten. Wenn wir jetzt das Rohr so nach hinten drehen, reicht uns das noch nicht aus. Dafür müssten wir jetzt hier ein längeres Tauchrohr haben. So arg lange gibt es nicht. Das heißt, wir richten das jetzt so mal aus und würden dann wieder ein HT-Rohr nehmen. In diesem Fall eignet sich am besten wieder ein 87-Grad-Stück. Ich drehe das gerade mal zur Seite. Ich setze dieses hier wieder ein. Nochmals ein 87-Grad-Stück verwenden. Ich mache das gerade noch mal kurz weg, dass man es besser sehen kann. Ich setze hier dann noch mal ein 87-Grad-Stück rein. Diese machen wir jetzt einfach mal so zusammen. Geben einfach noch mal ein bisschen Gleitgel drauf, dass diese besser zum Zusammenfügen sind. So. Hier einmal noch auf das HT-Rohr, wo in die Wand geht. Stecken dieses hier rein. Dann können wir den Siphon oben wieder dran machen. Ich habe ihn jetzt nur weggemacht, dass man es besser sehen kann. So. Jetzt könnte ich sogar sagen, ich drehe das hier so, stecke das hier hinten rein. Verschraubungen kommen alle zu. Und fertig. Somit habt ihr halt den Siphon mittel im Schrank. Wenn es euch nicht stört, ihr habt nur eine Tür davor, ist das natürlich kein Problem. Wir haben hier jetzt noch unseren Schlauch für den Geschirrspüler. Den können wir hier jetzt auch noch anschließen. Die Dichtung nicht vergessen, die Dichtung reinmachen. Ups. Dichtung kommt hier wieder rein. Und dann wird dieser hier einfach wieder an den Siphon Einlass für das Abwasser für die Elektrogeräte angeschlossen. Schau darauf, dass die Schlauchschelle richtig zugezogen ist, dass dieser Schlauch auch nicht abgehen kann. Falls ihr jetzt zwei Geräte habt, gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass ihr ein Tauchrohr verwendet mit zwei Abgängen. Das könnt ihr separat kaufen. Dann habt ihr zwei Eingänge oder Ausgänge fürs Abwasser, für den Geschirrspüler und für die Waschmaschine. Oder ihr verwendet einfach ein Splitteil. Wenn dieser hier nicht ausreicht und wir haben zwei Geräte, dann schraubt einfach diesen Verteiler drauf. Dann habt ihr zwei Ausgänge und alles ist perfekt. Die dritte Option mit einem Siphon wäre mit einem flexiblen Ablaufschlauch. Dieser wird genauso zusammengebaut wie diesen Siphon, wo wir gerade verarbeitet haben. Es ist einfach leichter. Ich mache ihn jetzt einfach mal ohne Dichtung hier dran. Der wird einfach auch hier dran geschraubt. Na komm schon. Hier oben habt ihr dann wieder das Tauchrohr für einen Anschluss oder ihr kombiniert es auch hier wieder mit zwei. Und hier haben wir einfach einen flexiblen Ablaufschlauch. Den können wir jetzt einfach hier so biegen, wie wir möchten, stecken ihn in die Wand rein und fertig.
Schaut aber darauf, dass er auf jeden Fall ein Gefälle nach unten hat. Dies wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So muss man nichts schneiden, nichts machen. Der Siphon hat auch, wenn ihr in der Wand ein 40er HT-Rohr habt, ein 40er Einlass und ein 50er. In meinem Fall ist ein 50er. Dann würde ich euch raten, das 40er Stück hier abzusägen, dass dieses Teil einfach nicht so weit hinten hingeht. Manchmal kommt in der Wand sofort ein Bogen und wenn dann dieses Teil noch zu weit reinsteht, dann kann es sein, dass das Wasser länger braucht zum Abfließen oder Schmutz sammelt sich irgendwo an und verstopft irgendwann euren Siphon in der Wand. Deshalb beim 50er HT-Rohr, wo in der Wand sich befindet, hier den 40er Auslass vom Siphon einfach abschneiden. Ich lasse das halbe Becken einmal volllaufen und dann werde ich den Abfluss einmal komplett öffnen, damit schnell das Wasser durchfließen kann. Und so kann ich bestens überprüfen, ob die ganzen Verbindungen richtig sitzen und dicht sind. Wie man sehen kann, ist ja alles dicht. Ihr könnt natürlich auch nochmals über die Verbindung hier überall drüber fahren, aber das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So, ich hoffe, ihr konntet euren Siphon richtig montieren. Bei mir sieht das ganz gut aus und ist auch alles dicht. Jetzt würde ich euch gerne noch eins auf den Weg geben. Ich habe hier zum Beispiel so einen Aluboden drin. Dieser Aluboden schützt natürlich, wenn irgendwas ausläuft oder mal undicht wäre. Ringsum hat der Schrank ja Fugen. Wenn da das Wasser reingelaufen wäre, in diesem Fall war ja hier eine große Lache, die immer wieder angetrocknet ist, aber irgendwann wäre es hinten die Fuge gelaufen. Hier ist er auch schon ganz hinten am Rand und dann wäre der ganze Korpus vom Schrank aufgequollen. Und dafür gibt es einfach für kleines Geld so Alu-Schutzböden. Diese gibt es für verschiedene Größen, für eure Spülenschränke. Die werden einfach nur reingeschoben und links und rechts, wenn ihr eure Auszugsschiene vom Mülleimer-System wieder montiert, dann hält es von sich. Oder wenn ihr eine Tür habt, dann könnt ihr natürlich einfach links und rechts hinten ein kleines Schräubchen hier durchmachen. Ja? Oder man könnte auch hier einfach vier Punkte Silikon hinmachen, es draufkleben, dann ist es für immer drauf. Also kann man eigentlich ausführen, wie man möchte, geht ganz schnell, kostet wenig Geld, aber bringt natürlich sehr viel, wenn mal wirklich Wasser austreten sollte. Wenn dir mein Video geholfen und gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert und teilt meinen Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sag Tschüss, bis bald beim Küchenkönig, euer Tobias.